fucking Freaks da draußen. Meine lieben Filmfans und fucking Freaks da draußen. Willkommen zu einem kleinen Mini-Unpacking. Ich habe einmal was getauscht mit dem lieben Timo, auch bekannt als auf YouTube hier der Hessensammler. Der hatte nämlich auf seinem Kanal eine Overview gemacht. Und da habe ich einen Titel entdeckt, ja, den hatte ich auch schon ein bisschen länger auf dem Kicker und den wollte ich unbedingt haben. Habe ihn einfach mal angeschrieben, so frech wie ich war, und ihm ein bisschen Tauschmaterial vorgeschlagen. Und hat er erst gesagt, ja, ich schlafe da mal eine Nacht drüber. Aber dann hat er doch was gefunden und ich fand das mehr als okay, den Tausch. Und das ist jetzt hier drin und wahrscheinlich für die einen oder anderen nichts Tolles, ist jetzt auch erschienen im Mediabook, aber ich sammle das erstmal als Emery-Variante und ich freue mich, und zwar rede ich von Thomas War, ja, hier im Director's Cut, die Nummer 2, die mir auch schon sehr, sehr lange gefehlt hat. Und da freue ich mich auf jeden Fall. Und sogar noch hier mit Kärtchen, ja. Kärtchen ist auch noch dabei, mit der Kapitelauswahl. Und hier hinter noch andere Troma-Filmchen. Und jetzt fehlt mir nur noch die sagenumwogene Nummer 11, ja, mit dem Titel Das Monster aus dem Wandschrank oder so ähnlich. Aber der ist weit über 40 Euro plus. Und den werde ich, glaube ich, erstmal nicht so schnell bekommen. Aber endlich hier die Nummer 2. Freue ich mich auf jeden Fall nochmal. Vielen Dank, Timo, falls du das hier sehen solltest. Und den habe ich auch tatsächlich noch nicht gesehen, ja. Wo ich damals die Reihe angefangen habe, hat mir immer die Nummer 2 gefehlt. Und jetzt habe ich ihn in meiner Sammlung. Super duper. Dann erreichte mich ein weiteres Paket von einem lieben Abonnenten von mir, dem guten Jan. Und der hatte mich auch irgendwie angeschrieben und meinte so, ja, gib mir mal deine Adresse. Ich so, hä, was willst du denn damit? Und und auf einmal kam auch hier ein Luftpolsterumschlag. Und ich weiß auch nicht, was hier drin ist. Ich habe mich extra beherrscht und wollte es vor der Kamera aufmachen und quasi auch ein kleines Mystery-Unpacking quasi. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Ich habe wirklich keinen Plan. Und auf jeden Fall sind da schon mal zwei Blu-rays drin. Und ich hole mal eine raus. Ja, wie geil ist das denn? Genau, ja, wir hatten mal drüber geredet, dass wir auch, glaube ich, Sachen tauschen oder so. Und dann hatte ich mir so ein paar Sachen von dir ausgesucht, aber irgendwie kam es dann irgendwie doch nicht dazu. Und ja, jetzt hat er mir eine Sache davon geschenkt. Ey, super geil, auf jeden Fall Kindheitserinnerung. Von 1980. Und zwar haben wir hier auf Blu-ray Die Blaue Lagune. Mit Brooke Shields und Christopher Atkins. Es gibt sogar einen zweiten Teil, die Rückkehr zur Blauen Lagune mit der Mila Jovovich unter anderem. Aber hier das Original ist wirklich unerreicht und finde den Film einfach nur Hammer. Ja, fand den damals als Stöpsel auch leicht verstörend, muss ich sagen. Und
Ja, hier ist wirklich alles drin, ja. Keine Ahnung. Ja, also an Gefühlsebenen ist hier wirklich alles drin. Und einer der normalen Filme, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ja, vielen lieben Dank. Super geil, ey. Mega, freue ich mich. So, und dann hole ich mal den anderen raus. Oh. Du bist doch verrückt, ey. Und zwar habe ich hier noch bekommen, ebenfalls auf Blue, wie gesagt, die Rückkehr des Unbegreiflichen oder auch Retribution genannt. Ja, hier in der neu geprüften ab 16 Fassung von OFDB Filmworks habt ihr ihn rausgebracht. Und aha. Die Kinofassung ist von einem neuen HD-Master abgetastet und die Unrated-Fassung ist in SD und nur in 4 zu 3. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber ist nicht schlimm, um Himmels Willen. Wie gesagt, den wollte ich auch schon immer mal sehen. Du bist ein verrückter Hund, ey. Kannst du mir doch nicht einfach so schenken, du. Du. Ich wollte schon irgendwas sagen. Nein, Quatsch. Ach, guck mal, das soll eine Brille sein. Ich habe immer gedacht, das wäre ein kaputtes Fahrrad. Ich habe das Cover ja noch nie von Namen gesehen. Aber ich bin echt mal gespannt. Ist ja auch ein etwas älterer Film. Weiß jetzt gerade nicht, aus welchem Jahr. Aber ja, bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, vom guten Jan habe ich bekommen die blaue Lagune, die unbegreiflich ist. Und vom lieben Timo den Thomas War, ja, super geil. Vielen lieben Dank an euch beide und das soll es auch schon gewesen sein. Bis zum nächsten Video, euer Moviepicker. Tschüss.